Heute bauen wir eine ganz einfache Nisthilfe für Insekten aus hohlen Stängeln. Du brauchst eine Schere, Draht und eine leere Dose. Bambus und Schilf. Steck den Schilf in die Dose und bring ihn mit einer Schere einfach auf die gleiche Länge. Die Stängel sollten ungefähr 15 cm lang sein. Das machst du so lange, bis die komplette Dose gefüllt ist mit Schilf. Danach steckst du noch so viele Bambusröhrchen wie möglich zwischen den Schilf, so dass die Dose richtig eng gefüllt ist. Jetzt fixierst du den Inhalt der Dose nur noch mit Draht, sodass er nicht herausrutschen kann. Sobald die Dose gefüllt ist, basteln wir eine Halterung, um die Dose aufzuhängen. Einfach zwei Drahtstücke miteinander verbinden und eine Schlaufe bilden. Das offene Drahtstück wickeln wir um die Dose und befestigen es. So haben wir eine richtig schöne Schlaufe, um die Dose überall an Haken oder Ästen befestigen zu können. Die Dose sollte in der Sonne und am besten vor Regen geschützt aufgehängt werden. Im Idealfall hängst du die Dose in die Nähe von blühenden Pflanzen.